Ali soll da drinnen geboren sein, neben den 300 Götzen. Und da schreibt er auch noch eiskalt hin, ja, er hatte die Ehre. Ja, was hat er die Ehre gehabt, neben Götzen geboren zu sein, oder was? Ich habe mich kaputt gelacht, ehrlich, ey. Das ist, so dumm kann man doch nicht sein. Diese Leute posten etwas, ohne sich Gedanken darüber gemacht zu haben. Meine lieben Geschwister, wenn ihr in nächster Zeit eure Eltern seht, geht zu eurer Mutter und küsst ihre Hand. Geht zu eurem Vater und küsst seine Hand. Und wenn sie zu Allah Azzawajal zurückgekehrt sind, geht zu dem Grab eurer Eltern und küsst den Boden, in dem sie beerdigt sind. Dafür, dass sie euch auf den Halal-Weg gezeugt haben. Denn Wallah, wäre es anders, dann wäre das vielleicht ein Grund dafür, dass ihr so wäret wie dieser Typ. Denn Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wa salam, ist jemand, der spaltet zwischen Haqq und Batil. Wer Amir al-Mu'minin, alayhi salatu wa salam, hasst oder beneidet, ist einer von dreien. Jemand, der in Unzucht gezeugt wurde. Jemand, den seine Mutter empfing, während sie unrein war. Oder ein Heuchler. Und wenn ihr Amir al-Mu'minin, Ali alayhi salatu wa salam, liebt, dann dankt eure Eltern dafür, dass sie nicht zu diesen beiden ersten Gruppen gehörten. Und dankt Allah, dass ihr keine Heuchler seid. Denn Amir al-Mu'minin, Ali alayhi salatu wassalam, ist der Spalter zwischen Hölle und Paradies. Das ist mit der Grund, das ist die Tatsache, warum wir das sagen. Warum der Hadith so lautet. Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, ist der Entscheider. So nun, hier kommt einer und stellt in Frage, ob Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam in der Kaaba geboren ist. Nun, hier mal erstmal ein Hadith. In Al-Mustadrak von Al-Hakim, Band 5, Seite 206, wird berichtet, uns wurde berichtet, dass Fatima bint Asad den Führer der Gläubigen Ali ibn Abi Talib, Karimallahu wajhu, das ist ein Sunni Chalaf, dass man sagt, Gott segne sein Gesicht. Das sagen so Schiiten nicht. Die Schiiten sagen nur alayhi salatu wassalam. Im Inneren der Kaaba zur Welt brachte. Nun, das ist unbestritten. Ich weiß gar nicht, warum im Jahre 2023 jetzt irgendeiner dahin kommt, der vor zwei Stunden zum Islam konvertiert ist, ja, und uns erzählen will, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam sei nicht in der Kaaba geboren. So, der andere Hadith, also es gibt etliche Hadith, etliche. Ich habe jetzt erstmal nur zwei genommen. Der zweite ist von Ibn Athir in Ma'arafat al-Ashab, also die Erkenntnis über die Gefährten. Hadith Nummer 3789 erzählt er. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Ali, du bist wie die Kaaba, du gehst nicht und kommst nicht. Das bedeutet, die Menschen sollen zu dir kommen und von dir gehen, also zu dir kommen und dich befragen. Sollen dich besuchen, so wie sie die Kaaba besuchen und wieder gehen. So, das ist die Position von Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wassalam. Nun kommt einer, ja, dessen Eltern sich wahrscheinlich auf irgendeinem Schützenfest oder Oktoberfest oder Osterfeuer hinter dem Gebüschen dort kennengelernt haben und drei Stunden später ihnen gezeugt haben, ja, kommt und will diese Fazile von Amir al-Mu'minin, Ali alayhi salatu wassalam, in Frage stellen und sagt, ja, was ist das für eine Ehre, in einem Haus geboren zu sein, wo die Götzen sind? Was ist das für eine Ehre, in einem Haus gezeugt worden zu sein, umgeben von Wodka Gorbatschow? Wer bist du, dass du über Amir al-Mu'minin, Ali alayhi salatu wassalam, sprichst? Diese Kaaba, die du in Frage stellst, ob das eine Ehre ist, da geboren zu sein, ist das Haus, das Adam a.s. bestimmt hat, das Ibrahim a.s. aufgebaut hat. Dieses Haus ist das ehrenvolle Haus Allahs, okay? Ob die Menschen dort Götzen haben oder nicht, spielt keine Rolle. Nun erzähle ich mal, wie Amir al-Mu'minin Ali a.s. in diesem Haus geboren wurde. Fatima bint Asad machte Tawaf um die Kaaba, okay? Sie war keine Muschrika. So, sie sagte, oh Allah, ich halte diese Wehenschmerzen nicht mehr aus. Allah öffnete die Kaaba für sie an einem Spalt an Rukne Yemeni, nicht etwa den Haupteingang. Das wäre ja nichts Besonderes. Rukne Yemeni öffnete sich für Fatima bint Asad. Sie ging durch diesen Spalt in die Kaaba, blieb dort 3 Tage und 3 Nächte. Ohne Proviant, das heißt, sie hat gegessen und getrunken mit den Engeln. Sie gebar Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Und sie kam 3 Tage später wieder durch diesen Spalt raus. Sie haben versucht, den Haupteingang zu öffnen. Hat nicht funktioniert. Sie kam raus und sagte, eine Stimme sagte mir, nenn dein Kind Ali. Diesen Namen Ali hat er von Allah Azza wa Jal bekommen. So, Haydar Karrar, Ali ibn Abi Talib, Mazhar al-Ajayib, Asadullah al-Ghalib, Ghalib kull Ghalib, ist in der Kaaba geboren, ob du willst oder nicht.
und du solltest lieber deine Zunge hüten. Deine Geburtsurkunde sagt leider nicht aus, wie du gezeugt wurdest. Da solltest du vielleicht deine Eltern fragen, wenn du überhaupt noch Kontakt zu denen hast. Man weiß ja nicht, vielleicht haben die sich ja irgendwie in einem Körbchen dann hinter der Feuerwehrwache hingestellt und du weißt gar nicht, wer sie sind. Im Endeffekt ist das eben eine Tatsache des Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, in der Kaaba, im Hause Allahs, in dem ehrenvollsten Platz auf diesem Planeten zur Welt gekommen ist. Und dieser Spalt an der Kaaba, am Rukni Yamani, der existiert seit der Geburt von Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wassalam. Die Kaaba wurde sogar zerstört und dieser Riss ist wieder aufgetaucht nach dem Aufbau. Die Kaaba wurde sogar ummauert und der Riss ist wieder aufgetaucht. Diese Steine, die jetzt um die Kaaba sind, die sind nicht 1400 Jahre alt. Ja? Diese Steine sind neu und trotzdem, Allah wollte, dass die Menschen bis heute und bis in alle Ewigkeit wissen, dass Asadullah al-Ghalib, Ghalib kulli Ghalib, Madharu al-Ajaib, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, in seinem Haus geboren ist. Dieser Spalt ist ein Zeugnis dafür, dass Allah sein Haus öffnete, damit Fatima bint Asad in das Haus gelangt. Und dieser Spalt wird nicht verschwinden, egal was die Menschen machen. Egal wie es ihnen zuwider ist, egal wie es den Mettbrötchen und Currywürstchen dieser Welt zuwider ist, Allah wird dieses Licht nicht erlöschen lassen. Und ich hoffe, dass dieser Kloß im Hals so dick wird, dass man dann irgendwann diese Stimme nicht mehr hört. Assalamu alaikum wa rahmatullah.